Liegt wohl im Auge des Betrachters. Schön, dass sie wieder da sind. Auge des Betrachters. Rinzel Soma hat tatsächlich gewonnen bei 12 Stimmen mit 8 Stimmen Mehrheit. Das heißt, die Leute wollen sehen, dass ich spiele. Also spiele ich. Und wenn ihr sehen wollt, dass ich spiele, dann spiele ich's. Ganz einfache Sache. Hier steht Lagerraum. Hier ist ein Scheißdreck. Hier ist eine Fräse, die ich nicht benutzen kann. Bin ich mal sicher, was du bist? Lubrikant? Bohrmaschine? Oh, das wichtigste Utensilien überhaupt? Eine leere Kiste mit Löchern. Geil. Und? Sprit, den ich nicht anzünden kann. Sehr schön. Hammerkiste. Gefällt mir. Nicht. Krieg ich irgendwie das Gerät hier zum Laufen? Least Reboots Workstation is a problem with the administration. Wie remote ich den Scheiß? Ah. Oh, der hatte mal Strom, ne? Guck mal, hier. Da hat er sich ordentlich rangelutscht. Ich weiß halt nicht, was diese Maschinen mit den Algen befallen sind. Irgendwie sind die alle ganz komisch. Okay. Naja, da ich nicht viel machen kann, ist das jetzt hier die einzigste Sache, die ich noch machen kann. Hallo? Na, krieg ich Besuch? Hey! Nein, der ist nicht tot. Dem fehlen überhaupt nicht die Augen. Die Ähnlichkeit. Oh, ID 0722. Geil, wir haben eine ID. Die braucht ich nämlich. 0722. Mal einrahmen. Durchstreichen. Danke, Karl. Jetzt berühren wir deinen Schritt. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Das klingt sehr lecker. Ja, der wird schön gestorben sein. Dein Tod war sicherlich kurz und schmerzlos. Guck mal hier die Augen. Läuft schon. Jetzt habe ich eine ID. Ich kenne da einen Streamer, der sich die ID nicht aufgeschrieben hat und sie nach einer Minute vergessen hat. Ich kenne da einen Streamer, der sich die ID aufgeschrieben hat und sie nicht vergessen wird. Und ja, Rinzel, wenn du es bei Bumbi schon gesehen hast, ich habe das Spiel nicht bei Bumbi gesehen und ich kenne es auch nicht. Und es wird sich gewünscht, darum spiele ich es. Aber, nicht schlimm, hiernach geht es ja weiter mit Prey. Falls dir das noch fehlt, darfst du da natürlich gerne zuschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, dass du hier bist. Ah, cool. Hinten geht's bestimmt nicht weiter. Hier kann ich rebooten. Geht das auf? Natürlich nicht. Warum auch? Wäre zu easy. So, ich habe eine ID. Was hier? Noch Anzüge. Sofort umkehren. Wir haben es und versiegeln, um weitere Berichte zu gewährleisten. Aber vermassel es nicht. Karl, war nicht mein Fehler. Karl! Oh, geil. Eine weitere ID. Hallo. Neue ID. 7. Ich schreibe mal ID drüber, weil das scheint mehr zu werden. 735. Danke, Amy. Was habt ihr? Amy hatte keinen Spindnachbarn. Anscheinend nicht. Ja, was haben wir denn hier oben? Ich würde spontan sagen. Airlock. Da kommen wir noch nicht rein. Ich fürchte, ich werde. Wow, will ich das jetzt aufmachen? Also wenn Wasser kommt, werde ich sowieso. Mind your head. Okay, warte mal. So. Vielleicht dein Overwatch-Schuss. Dann kannst du so lange hier bleiben, Rinzel. Bist gerne gesehen. Publa, wie gesagt, ich kann deinen Redeem aktuell noch nicht annehmen mit Sterben, da ich keinen blassen Schimmer habe, wie ich aktuell hier sterben kann.
Das Ding ist anscheinend im Arsch. Gut, wir haben zwei IDs. Probieren wir die mal aus. So. IDs. So. Ändern. Wir nehmen die 0722. Wir fangen mit Amy an. Oh ne, es war Karl. Geil. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versichert, damit es wieder weiterläuft. Bla bla. Abgeschaltet. Soll ich mal zurückkehren? Das hatten wir schon. Okay. Ah, cool, die fehlt noch. Die senden wir natürlich. Okay, schade. Ja, tut mir leid, Karl. Ich wollte, zumindest weißt du, dass du sterben musst, sobald du weißt, wie. Das ist leider wahr. Ich hoffe, man kann vorher speichern. Power Manager. So wenig Strom. Okay. Schalten Sie einen der Sektoren ab. Wie schalte ich die aus? Hier bin ich. Das hier kann ich ausschalten. Ah, ich muss den Roboter ausschalten. Dann öffnet sich da das. Aber der Roboter leidet, wenn ich ihn vom Strom abstelle. Also ich gehe jetzt mal in den Raum. Hier stehe ich. Dann gehe ich rein und hier war der Robby. Wenn ich den Strom abschalte, komme ich hier rein. Das ist natürlich schlecht. Dann muss er leiden. Lager. Alles klar. Lager. Hier auch Licht. Ah, smooth. Safety first. Einen schönen Helm. Box. Oh, guck mal, mit dem Schloss sogar eingebaut. Cool. Mach mal das Wichtige. Hier, das sieht wichtig aus. Ich hab gedacht, das sieht wichtig aus. Fuck. Okay. Okay, warte mal, wir schauen noch in die Ecke. Vielleicht finden wir noch was Schickes, was wir gebrauchen können. Bevor ich mich an den Hauptgang zugange mache und das Upgrade mir genehmige. Schuhe. Ja, Druckluftpistole. Ich könnte das Ding schon längst töten, wenn ich die scheiß Dinger benutzen könnte. So, jetzt lesen wir erstmal. Oh, what the fuck? Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten, von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an das Wow gewendet. Der Aufsichtseinheit von Patros 2, damit ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie bitte den Auto-Injektor-Anweisungen. Also nochmal zur Info, das Ding geht in den Nacken und in den Kopf, ne? Hinterm Ohr. Okay. Ja. Mach die Scheiße auf. Was freue ich mich jetzt, dieses Gerät mir in den Kopf zu setzen. Und jetzt? Hallo? Wie kriege ich das in meinen Kopf? Wo ist der Auto-Injektor? Okay, muss ich das hier reintun? Oh. Alter, ich will jetzt hier nicht Puzzle dich spielen. Geh da rein. Siehst du, ich habe keine Zeit. Das Ding klopft schon an meiner Tür. Hinten auf der Rückseite steht nichts drauf. What the fuck? Ich will das Ding einsetzen. Jetzt will ich mir einmal irgendeinen Scheiß in den Nacken jagen und dann kann ich es nicht, oder was? Spiel, du bist komisch. Tu das, was ich möchte. Müsst ihr mal überlegen, das Ding geht echt in den Nacken, ne? Ist ja nicht gerade klein. So, jetzt habe ich hier das Auto-Injektor-Teil und hier... Und nu? Bin ich doof? Ich bin überfragt. Und ich freute mich schon Keks. Fabrikbau. Zu wenig Strom. Oh, Stromflussregler. Absaugrohr. Ja, immerhin haben wir schon mal ein Absaugrohr. Personal. Oh. Jetzt die Frage, schalte ich das aus? Ne, komm, wir locken uns erst nochmal aus.
Bevor ich jetzt den Roboter abziehe, locken wir uns doch mal mit einer anderen Nummer ein. Da habe ich noch die ändern. 7. Nee, nee, warte mal. 0735. Hey, Amy. E-Mail. Psylon außer Betrieb. Gute Arbeit. Versucht, alle Backup-Turbos in Betrieb zu nehmen und die Produktion auf 60% zu drosseln. Angesichts der Evakuierung können wir mit einem leisen Geräusch und Summen hören, bla bla. Es gibt keinen Grund, das System zu stark zu belasten. 20 bis 25 Jahre Produktion sollten möglich sein, bevor wir wieder auf die Turbos zurückgreifen müssen. Die Roboter werden immer unberechenbar und leider gibt es irgendwie den Notschalter, da wir bla bla bla. Okay. Das wolltest du senden. Mhm. Power Management. Keine Lösung gefunden. Okay. Ich glaube, wir müssen den Roboter gleich vom Stroh nehmen, Leute. Ich habe keine andere Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Man möge mir bitte mal Nisa verzeihen. 0722. Okay. Ja. Karl Semken, der war wenigstens... Ne, warte mal. Power Magic mache ich schon mal an und Kommunikation. So. Also, da ich ja... Warte mal, habe ich Finger hier schon reingehalten? Nee. Geil. Finger reinhalten. Und du? Nein, ich muss mir meine Birnen durchgebrannt. Kann ich das Ding jetzt benutzen? Ne, kann ich nicht. Okay. Das macht viel mehr Spaß zu sehen, wie er versucht zu sterben, wenn er nicht weiß wie. Guten Abend, Yoshi. Alles weh? Super. Tja, also. Entweder mache ich da hinten das Ding aus. Was für mich irgendwie nicht möglich war, da. Oh doch, jetzt komme ich rein. Geil. Kann ich hier sterben? Ich meine, da steht Strom. Wird verlangt, dass ich sterbe. Ich will da Strom anpacken. Lass mich da Strom anpacken! Meine Zuschauer dürstet es nach meinem Blut. Jetzt lasst mich... read this. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel bestätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer entzieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. könnte jemand bitte gerade Yoshi kurz erklären, was wir alles schon gemacht haben und worum es geht? Beziehungsweise so viel erklären, wie ich aktuell weiß. Na, ich glaube, ich mache das lieber selber. Ich kenne meinen Chat. Also, ich bin ein Typ, der eine Freundin hat, hatte und einen Autounfall hat. Dabei geht sie drauf. Und ich bin alleine. Und ich habe jetzt irgendwelche Gehirnschmerzen. Mein Gehirn blutet die ganze Zeit. Und gehe so zum komischen Neurowissenschaftler und setze da mich auf einen ominösen elektrischen Chair mit einer VR-Brille. Ja, ich kenne meinen Chat. Ja, so sieht es leider aus. Und ja, werde plötzlich wach in dieser Welt, die einen Mix darstellt aus Alien 1 und Bioshock. Keine Ahnung. Das ist mein aktueller Stand. Und jetzt stehe ich hier. Irgendwie sind die Roboter befallen hier von... Oh, hier, guck mal. Diesen komischen Dingern, wo ich meinen Finger reinstecken kann. Geil. Finger rein. Ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Die lutschen immer den Strom raus, diese Dinger. Ich weiß nicht, warum. Fuck you! Ich hätte den Strom nicht ausschalten dürfen, ne? Nee. Fuck you. Und hier diese Maschine, die ist irgendwie von diesen komischen Algen befallen, die Strom lutschen. Na, und das ist jetzt so ein bisschen wie Monstrum oder Alien, dass ich mir jetzt vor denen verstecken muss. Oder immer wegschleichen muss. Oh Junge, du bist so langsam wie ein Stück Senf. Kommst du jetzt mal da hinten her? Hier siehst du, da ist er. Senf kann nicht laufen. Darum ist er her. Sei ja, so langsam wie ein Stück Senf, ey.
Jetzt geht der in die einzige Richtung, ey. Ah, wenn ich ja nicht sterben kann. Stimmt, ich kann ja nicht sterben. Warte mal, jetzt dürstet sich nach Blut. Ey, Digga. Ich sollte sterben. Stimmt, da war ja was. Ja, du musst ja abkratzen. Wieso bin ich nicht tot? Ey, ich soll sterben. Hallo. Bin ich tot? Ich glaube, ja, ich bin tot. Geil. Okay, ich bin tot. Was kannst du? Oh. Bin gestorben. Es wurde sich verlangt und danach dürstete der Chat nach meinem Blut. Also kriegt er das. Also kann ich jetzt das einlösen. Gut, bitte sterben. Akzeptieren. Danke. Da freut sich der Bubler, dass er mich sterben lassen konnte. So, wo bin ich hier? Oh, hier habe ich gerade den Strom ausgemacht, ne? Ich werde den nochmal anditschen. Ah, jetzt ist das Vieh da, ne? Oh, habe ich da Bock drauf. Kann ich jetzt hier oben lang? Wenn das Vieh da unten ist, ist mir egal. Ich habe keinen Saft mehr, ne? Scheiße. Oh, jetzt ist das Vieh da gleich drin und ich kann es nicht kaputt. Kann ich es abschließen? Gerade bei Pickelkart 19 kb ist gemacht. Okay. Ich habe aber nicht vor, alle 19 Minuten hier zu sterben. Wo bist du? Du kommst jetzt erst hoch. Ernsthaft. 2 Stunden später. Nee. Leute, nicht sterben. Ey, überleg mal, ich nehme das doch für YouTube auf. Ich kann ja schlecht alle 2 Minuten sterben. Und zwischendurch mal ist ja ganz witzig. Hier, geh da mal rein. Nein, du darfst mir nicht helfen, Becker. In den einzigen Scheißbereich, wo ich rein will, um zu schauen, was der Drecksroboter macht. Schwören können, der flucht. Es tut mir leid. Ich bin gar nicht hier. Nein, ich bin nicht hier. Jetzt verpiss ich. Verdammt der Kacke, ich bin nicht hier. Bin ich hier? Deckung bauen. Der wird sicherlich gleich wiederkommen. Okay, also eindeutig wird er mich dahinter nie wieder erkennen. Ich finde das eine
Also es ist schon eine ziemlich fast perfekte Deckung. Kommunikationszentrale, da muss ich sowieso hin. Ah, ich habe jetzt Strom. Jetzt die ganzen Dinger wieder ausmachen? Wo ist er denn? Ist er da hinten? Jetzt die Tür zumachen kann? Sag mal, wen ich wieder einsperre. Bleib mal schön da unten. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Besuch mich beim nächsten Mal. Mach's gut, Kleiner. Ich nenne dich ab sofort Nopsi. Ein wandelndes Robot-Nopsi. Sehr schön. Hier, guck mal, wie pissig er jetzt ist. Ist mir egal. Das Büro wird geschlossen. Alle Wesen aktivieren. Ich soll dir hier sagen, dass er näher war mit dir. Bla, bla, bla. Gott sei mit dir. Bla, viel Glück bei der Apokalypse. Sehr schön. Lissabon. No shit, Sherlock, dass die Weltkarte ist, habe ich schon mitbekommen. Verteidigungsmaßnahmen. Wieso Verteidigungs? Kollision und nichts vermeiden sind fehlgeschlagen. Sollte er möglich anstrengen wollen, nehmen, bla bla bla. Beben auf Vorschlag vorbereiten. Was geht denn hier, ey? Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und bla 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 nicht länger unterstützen kann. Möchte ich Ihnen, den Vorgesetzten, bla, Personal danken. Sie sind wahrhaftig eine faszinierende Gruppe, bla bla bla. Ah, okay. Das klingt so, als würden wir sterben und das alles tut mir leid schreiben sind. Du magst ja weitaus bessere Überlegungschancen haben, aber wir sind da... Okay. Kann ich hier so einen Nupsi nehmen? No shit, Sherlock. Ich weiß das, aber... What the fuck? Hier ist ein Knopf, den ich drücken kann. Ich bin großer Freund von Knöpfen. Ja klar, stellen wir Dateien wieder her. Hallo, was ist das denn für eine Frage? Geil. Decided to leave Amy, Asaro, and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the whole check. Uh-huh. Chelsea, nothing going for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Carl. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey guys, I'm Peter Strask, I'm dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. Alright, Jonesy, have a safe trip. Okay, ja, mein Gott, ey, Mitarbeiterüberwachung, super. Hey, hello, Theta? Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather, site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Okay, und die letzte Nachricht. Hello, Peter, was it? Look, I'm here, what's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. Good, I like to hear. Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin so ein komischen Psycholaden und lass mein Hirn rünken. Und werde danach auf einer Alien-Version, auf einen Alien trifft Bioshock geschmissen. Und was zum Geier ist hier passiert? Bin ich bei den komischen Bohrungsarbeiten irgendwie auf eine Alien-Lebensform gestoßen, die alle Roboter jetzt kidnappt? Guck mal, ich kann meinen Finger reinstecken, alles verschwindet vom Strom, aber dann kommt der Dicke hoch, da habe ich keinen Bock drauf. Also ehrlich nicht, ich will meinen Finger da nicht reinhalten. Da kann ich die Tür auch gleich aufmachen und den reinlassen. Nee. Wir machen jetzt erstmal hier das Ding an. Oh, leck mich Arsch. Manuelle Eingabe erforderlich.
Ich bin Y. 2201. What the fuck? Wie ich hier nichts machen kann. Renswit. Lump du, ey. Okay, 2204. Oder ist das hier einfach nur... Muss ich hier die Struktur zusammenkriegen zu einem Bild? Und da habe ich gerade begriffen, wie es geht. Ich muss eine Frequenz finden. Ich kann mich selber nicht anrufen. Ja, ja, okay, komm, wir rufen mal alle anderen an. Ich denke so die ganze Zeit, was muss ich denn hier suchen? Oh, oh, oh. Okay. Ja, man kann hier viel Benes gewinnen, aber auch verlieren. Aber nicht schlimm. Einfach zuschauen, dafür gibt es ja auch schon Benes. Alle 5 Minuten gibt es 10 Benes. Das ist schon super. Okay. Hier habe ich was rausbekommen. Dann gehen wir mal in die 2203 und schauen mal, was wir da haben. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Oh. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Hi, Catherine. Figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Yeah, ein Toten. Only robots. Crazy ones. Ein Toten. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know. Robots don't feel anything, so... Yeah. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you! Shit! 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 Where do I... Where should I... Oh, fuck! Jo. Und das Geräusch kennt ihr auch. Kann ich einfach gerade raustappen? Geil. Okay, schauen wir mal. Du brauchst also nur 500.000 Minuten zuschauen, damit du mit zu essen gehen kannst. Richtig. Und zwischendurch noch ein bisschen Benis gewinnen, alles ist tutti. Ist auch ein Trollziel. Okay, geil, unter Wasser, wir schwimmen. Was? What the hell? How is this possible? This is insane. Ich habe einen Raumanzug an? Also einen Wasseranzug? What the fuck? Okay. Ja, Leute. Ihr finden wir es in der nächsten Session raus, wie es weitergeht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.